schaffst du es schon hier auf die andere Seite zu schwimmen? Will ich. Nein. Guck dir mal die Ströme an. Ich hab Gold. Guck dir mal die Strömung an. Egal. Da schwimmt keiner über 20 Meter. Also, ob ich jetzt da drüben ankomme oder da hinten, weißt du? Nee, du wirst runtergezogen. Ja. Man nennt mich auch Michael Phelps. In den Fachkreisen. Zu meiner Zeit auf keinen Fall. Ja. Also zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu spielen, da war es ja noch richtig nicht im Kommen. Also, Welches Jahr war das? 2012. Boah, ja, okay. Ja. Und da war auf jeden Fall schon ein bisschen so, mach mal lieber was anderes. Man weiß nicht genau, ob das überhaupt funktioniert. Oder wie lange. Ja, genau. Aber ich war ziemlich zuversichtlich, dass ich das schaffen werde. Ziemlich früh auch eigentlich. Und ja, Gott sei Dank habe ich es geschafft, aber die waren auf jeden Fall jetzt nicht hundertprozentig dagegen, so ey, du darfst es auf keinen Fall machen. Bei euch? Zum Beispiel bei Karim ist es anders. Sag mal, wie es bei dir ist. Nee, also als ziemlich früh, wann habe ich angefangen zu zocken, so mit 12, mit 14 ging es so richtig los. Und ich habe es halt irgendwann auch mehr bevorzugt als Schule. Und das wollten meine Eltern nicht, weil sie haben halt auch gesehen, dass ich es halt als Hobby mache. Und dass er jetzt 14, man zockt, ich zocke zu viel und so. Ja. Aber irgendwann, als ich dann 16 war und mein erstes Team hatte, dann standen halt meine Eltern voll hinter mir. Sie wollten halt nur, dass ich halt meinen Abschluss zu Ende mache. Dann habe ich auch Ende 2020 zu Ende gemacht. Ja. 25 Jahre, genau. Und ja, dann, also seitdem haben sie mich auch immer voll unterstützt. Ja, mega. Ja, bei mir ist es aber so wie bei Jaros. Ich habe dann auch mir meine Schule, meine Fachoberschule fertig gemacht und dann erstmal ein Jahr Fulltime probiert und hat es geklappt. Ja. Dann haben meine Eltern das auch gesehen, dass es gut ist und ja, seitdem spiele ich auch Vollzeit. Aber es ist halt genau dasselbe wie bei Jaros eigentlich gewesen. Ja, in IRC habt ihr das auch noch genutzt? IRC, ja, in Source. Ja, okay. Gegner suchen. Nee. Das ist mit meinen Kumpels damals, ja? Ja. Low, haben wir mal Low bis Mittel gesagt, ja. Absolut ultra low waren die. Aber dann kam die, ja, Madcack. Also, da könnten die auf gar keinen Fall so spielen. Nee, ich kenne das nicht. Ne? IRC war eigentlich sowas wie Discord. Ja. Und das Spiel war damals auf dem Weg zum Sterben. Mhm. Und ich habe eines der letzten Turniere gespielt. Habe auch die letzte EPS-Season gespielt. Bin da Vierter geworden oder so. Okay. Und ja, und da habe ich so gemerkt, okay, es macht schon Bock, ich muss so weiterspielen. Und dann war Maut eigentlich nur mein erstes internationales Team. Komm hier out. Ja. Aber dann von Maus bin ich erstmal so in andere deutsche Teams hineingeraten so. Ja. Und dann irgendwann mal Penta. Ja, Penta, ja, die, genau. Bei LOL haben wir die auch. Ja, ja, und da habe ich so angefangen, mal das erste Team zu leiten. Und gemerkt, ey, ich muss auf jeden Fall mehr in die Hand nehmen, weil ich will besser werden auch. Ja, und dann vom Penta ging es nach Amerika. Du warst in einem amerikanischen Team? Ja. Wo ist hier? Wo? Bei Energy. Okay. Habe ich ein Jahr gespielt mit Gop B und mit Legia. Okay. Ja, und dann habe ich dort ein Jahr gelebt. Wo genau? Welche Stadt war das? Erstmal in Las Vegas für einen Monat und danach für eine letzte Zeit war ich in Los Angeles. War richtig geil. Krass. Das war richtig nass. Ja. Ja, und dann habe ich so gemerkt, okay, wir werden wahrscheinlich nicht verlängert bei Energy. Also wir waren ja mit drei Deutschen dort. Mhm. Und ja, dann haben wir so zusammengetan, ey, was sollen wir machen? Und da kam so auf die eigene Idee, ich glaube von Yilmaz, hey, lass uns eine eigene Orga gründen. Und dann so, geil. Auf jeden Fall. Und dann kam Big. Ja, mega. Ja, das war schon cool. Das fühlt sich sehr gut an. Ja? Ja. Und halt, ich bin auch hier. Hey, so, ja, oder See. So, sagen wir so, bam, bam, los. Und dann kann man hier, ich bin jetzt ein bisschen verbuggt, aber kann man hier gleich über die Smoke einfach nehmen. Dann müssen wir aufstehen. Wir müssen aufstehen, ja. Das ist ein bisschen schwer, oder? Der zweite sagt, ey, ich hab Karo auf dem Schirm. Flash kommt, boom, und er geht dann so. Okay. Geiles Reden, Spacing und geile Headshots möchte ich sehen. Haben wir sehr gut gespielt die letzten Male. Sehr, sehr gut. Das sah flüssig aus, das sah, der Gegner hatte keine Chance aus. Und das möchte ich auf jeden Fall als Go-To nochmal spielen. Und jetzt würde ich dann einfach weiter abgeben an Niki.
der uns die dann gut vorbereiten kann auf den Gegner. Und dann haben wir vielleicht nochmal 10 Minuten für Warm-up und dann machen wir nochmal einmal Dry Run Ice. Hi. Was geht? Jo, jo, jo. Bereit, oder was? Ja, bei dir. Ja. Okay. Ich hab die gebannt. Nuke. Pick Overpass. Auf gar keinen Fall. Das wäre cool. Pick Mirage. Ja, auf jeden Fall. Safe Call. Hast du das genauso gesagt? Wie viele passen hier rein? Chat, ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Chat mal, ja. Echt? Zählt? Ich zähl einfach egal. Nee, nicht zwei. Ich zähle eine Reihe und dann. Ja, okay, ich schätze nur, okay? Ja, schätze. Ich sage. 35.000? Richtig, richtig daneben. Aber ich glaube 54.000. 54.000? Ja, 54.000. Irgendwie so, ja. Was hat Josef nochmal geschätzt? Wir waren ja alle richtig. Du hast 10 gesagt. Ich hab 10 gesagt. Dann lachst du über den Kopf. Team Kral. Ja. Ja, gut. Kein Hardware-Paket mithaben. Mit Hardware vergessen. Ja, ihr krass, seid oder? Aber auch echt. Aber bitte, es geht doch gar nicht, dass es dieses Kampf gibt. Eigentlich nicht, hab ich auch gedacht. Also ich dachte mir am Anfang so, wie dumm kann ja auch schon sein, dass aber ich auch vergessen. Dann heute, wo sind meine Jerseys? Aber ich hab ein Hardware-Paket dabei. Ey, schöne Grüße nochmal von allen aus Berlin, ne? Danke. Also schön. An Benni bitte keine Grüße zurück. Nee, wirklich, sie hat mich nicht vergessen. Oh, das hab ich ihm schon so gesagt. Ja, und deswegen bin ich auch morgen hier im Hoodie übrigens. Deswegen habe ich meine Jersey vergessen. Nur wegen Benny. Na? Twist and turn a bit? Rede mal. Tizi, rede mal. Ey. Hallo. Test. Schaut schon aus. 1, 2, 3. Hallo. Hallo. Test. 1, 2, 3. Test. Hallo. Du hast meins kopiert einfach. Hast du kopiert, sei ehrlich? Nee. Guck mal einfach. Du kannst drücken. Aber warum ist deins höher? Du hast nicht 74,5, oder? Doch. Ja, wieso ist meins höher? Tischbug. Einfach Bug. Aber meins ist hier hinten höher. Was? Meins ist einfach hinten höher. Ja, aber ich weiß nicht. Wir kriegen doch alles hin. Du kriegst halt von jedem ein Jersey. Da hast du recht. Guck, ich mal ein bisschen Gangster-Shit. Komm. Ja, aber M hat Namen und. Komm, ich gebe einen guten Track, okay? Ja, einen Namen schaffen. Wieso ist denn Brody? Schon so billig. Ja, das ist richtig gut. Hol mal kurz hier ein bisschen. Du musst, als Neuankömmling musst du jetzt in den Kreis gehen. Ja. Du musst eine Ansprache halten. Ja. Du musst ihn so hypen. Wir schubsen dich jetzt. Wir stehen alle so im Kreis, wenn machen immer so. Wow. Dann wow. Kannst du spielen. Das Wichtigste, nicht vergessen, hab Spaß einfach, okay? Ja. Erste große LAN-Event jetzt von Karim. Überhaupt kein Totspiel, einfach frei auf, ganz normal. Jedes andere Spiel wirst du auch merken, zwei, drei Runden bist du drin. Ja, genau. Ist nichts Besonderes, ja. Ja. Jeder Einzelne kann dir, wenn ihr merken solltet oder sowas, dass der ein oder andere vielleicht struggelt, gib dir einen Fistbump, Kaps auf die Schulter, was auch immer. Das wird auf jeden Fall helfen. Also, wir sind ja auch so, bist du bereit, Karim? Ein erstes Game. Das Wichtigste ist auf jeden Fall genießen, ja. Das ist aber vor allem du. Ja. Ne? Immer genießen, alle. LAN, erinnert euch, wie geil LAN ist, Mann. Ja, es geht so geil rein. Ja, man ist übertrieben geil im Warm-up. So ein guter Punkt erst. Das Zweite ist, seid confident, okay? Wir werden nichts anderes spielen, was wir im Training gespielt haben, okay? Ich werde nichts irgendwie aus dem Ärmel ziehen und ja, was haben wir denn, müssen wir da nochmal machen oder so. Gar nicht, okay? Wir spielen das, was wir gelernt haben, das, was wir trainiert haben. Das ist ein Marathon, okay? Also haltet Dauer euch dran und nicht hinten, Jungs, egal was passiert, okay? Und habt einfach nur Spaß, weil ich hab Bock auf dieses Turnier, Mann. Ja, die nächste Zeit auf jeden Fall mit euch. Alter, okay, ich mach übertrieben Bock jetzt zu zocken und zu chillen. 3, 2, 1, Bull! Nö. Das
Emotionen, wie gesagt, wie Niki schon gesagt hat, nicht zurückhalten. Ne? Also ja. Schreien auf jeden Fall ist immer gut, aber jetzt nicht zu emotional werden. Ja? Wenn wir jetzt irgendwie one-one, nicht auf den Tisch hauen, nicht aufstehen, irgendwie, nee, nicht. Was auch immer. Ne? Wenn ich Echo jetzt mache, dann stehe ich auf. Das wird ja eh automatisch passieren. Ja? Siehst du, du auch ja. Ich spanne meinen Bizeps an, wenn ich Echo jetzt mache. Okay. Hast du da auch einen Namen geschrieben davon? Ja, mein Instagram-Namen. Und Echo kommt runter, oder? Ja. Element close. Zwei Base links an der Wand vor. Noch einmal her. Und an Gandalf. 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 Ich flash hochrücken. Nein! Sehr gut! Sehr gut! Nice, Karim, Alter. Ey. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Alter, ihr wollt gut gelackt, Alter. Heilige Scheiße. Egal. Warte mal, wie viel Kolo haben wir? Nein, das ist so eine krasse Runde, Bruder. Gott, Junge, sag doch, du fickst dich. Josef, so geil, dass du nicht da runtergejumpt bist, ja? Du bist einfach mit uns geblieben. Nee, du bist ein paar Duelle gehen. Kein Problem. Alles gut? Weiter geht's. Das Fett ist unsere Hälfte. Longbox, weiter. Geh links runter. Nein! Nice Feld, Karim, richtig gut. Nach der Zeit, offenes Feld. Nach der Zeit. 3, 2, 1 und jetzt. Nein! Nice! Wow, let's go! Ja, halt deine Flasche. Suicide Letzter. Ja. Sehr gut, Josef, Rudi, Junge. Danke. Sehr gut, Mann. Weiter geht's. Nice try. Alles gut. Vor allem auch Kommunikation, nicht so hektisch. Ja, in 5 gegen 3 Situationen, safe spielen auch, ja? Die Runden müssen wir gewinnen. Das ist LAN, Jungs, okay? Die werden uns punishen. Das ist nicht online natürlich genauso, aber im LAN wird es noch mehr gepunished. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall ihnen genug Konfidenz gegeben, Leute. Durch unsere billigen Fehler haben wir ihnen genug Konfidenz gegeben. Das ist jetzt Schluss. Die denken vor allem, wir sind dick low auf der Map. Wir haben auch, was haben wir? Wir haben nachgeschaut, 20 oder 25% Winrate auf der Map. Klingt dick scheiße, aber sind wir ehrlich, Mirage ist einer der drei besten Maps von uns jetzt geworden in den letzten 2,5 Wochen, ja? Lass die deshalb dick punishen, okay? Die sind gerade lachend rausgegangen. Ich will die gleich weinend rausgehen sehen nach dem Aber okay? Ist das sind die Default-Letzter. Er kann nicht liegen. Nice, Jungs! Sauber, guck mal, die strugglen, wenn wir lange überleben, Jungs. Ja. Nice! Ich halte. Shadow. Den Mann in unserer Mitte, den hübschen Mann hier, ja, guck mal in die Mitte. Ja, den hübschen Mann, ja, das ist er, genau. Jawohl, jetzt müsst die Brust präsentieren, auf geht's. Let's go. Und danach spielen wir das und danach haben wir alles in unseren Händen. Ja? Weite Brust, egal, kaum mehr was wolle. Bank! Bank OP! Bank Letzter! Bank! Viel Zeit! Linksbank! Rechtsbank! Ja! Nice! Weiter! Sehr gut, die können zu 5 besser. Geil. Headstone. Window low, Alter. Wir haben 2 raus. Ja, toll, schwer. Schade. Egal. Erstes Game, alles gut. Wir können noch 4-1 gehen. Alles ist drin? Ja, alles war auch auf jeden Fall.